Ein Notruf aus einer Kfz-Werkstatt erreicht Michael Weber und Dennis Mann. Die Melderin hat eine unheimliche Entdeckung im Kofferraum eines Kundenfahrzeugs gemacht. Frau Bolle! Guten Tag. Bitte. Ich glaube, es ist hier noch drinnen gesperrt. Ich glaube, es ist hier noch drinnen. Guten Tag. Sie kommen wieder rauf. Frau Bolle. Ich wollte heute Sonntag meinen Mann ausschlafen lassen und wollte meinen Regenschirm zu holen. Ja, aus dem Auto? Als ich weg. Nee, mein Regenschirm war im Büro. Ich wollte nur holen und als ich weggehen wollte, höre ich, dass jemand schreit. Das ist hier. Ihr Auto? Ja, das ist nicht mein Auto. Ich weiß. Hallo, nicht. Ist die Polizei? Ja. Mal sehen, ob ein Schlüssel drin ist. Wie kommen Sie denn hier? Diese Werkstatt gehört meines Mannes. Mein Mann ist unterwegs, ich habe ihn schon angerufen und er wollte den Schlüssel holen, weil er hat ja nur Zugang zu dem Schlüssel. Ich habe ja leider gar nichts. Das ist mein Mann. Guten Tag. Hallo. Sie sind der Herr Bolle. Ja. Hallo, Mann, mein Name. Was ist los? Da ist jemand wohl im Kofferraum. Haben Sie den Schlüssel von dem Wagen? Dass wir das mal oben. Guten Tag. Dann bitte. Ja, können Sie mal Schlüssel holen, sonst. Ich breche ein. Die Geräusche aus dem Kofferraum klingen immer verzweifelter. Ganz ruhig. Alles ruhig. Ist das eine Frau? Vorsicht. Was ist denn das? Kriegen Sie Luft? Sind Sie verletzt? Da rein. Sind Sie, ganz ruhig. Da war doch gestern keiner drin. Kommen Sie raus? Ich helfe Ihnen, Mann. Das war noch leer, das Auto gestern. Nehmen Sie mal raus, ja? Ich hab die gesehen unter der schwarzen Hose. So. Alles gut? Wie sind Sie denn reingekommen? Ich komme von einer Party. Ja. Mich hat einer von hinten geschlagen. Ja. Und bin ich hier rein. Okay. Ich guck mal, ob ich hier so aufkriege. Moment. Die junge Frau steht zwar unter Schock, muss aber nicht ärztlich versorgt werden. Der Inhaber der Werkstatt ist fassungslos und findet keine Erklärung für die rätselhafte Fracht. Wem gehört denn das Auto? Das ist von der Kundin das Auto. Das wurde hier gestern reingefahren. Da war aber noch Sind Sie schon seit gestern im Fahrzeug drin hier? Ich kann die Zeit nicht so genau. Das hätte ich doch gehört. Da war nichts gestern in dem Auto. Sind die Fahrzeuge denn immer verschlossen, wenn die hier stehen? Also im Kofferraum habe ich jetzt noch nicht geguckt, aber die Kundin hat den Autoschlüssel mir gegeben. Aber ist das Fahrzeug verschlossen, wenn es hier steht? Weil es muss ja irgendwer das Auto. Wir haben es jetzt nicht aufgekriegt. Es muss ja irgendwer aufgeschlossen haben und die Dame da reingepackt haben. Natürlich, das ist abgeschlossen, ja. Und der Schlüssel war oben bei mir im Büro. Meine Halterin vielleicht überprüfen. Haben Sie einen Fahrzeugschein von dem Fahrzeug? Ja, den habe ich gerade geholt hier, eben. Hier. So, ich guck mal gerade hier. Jetzt also das ist der Auftrag für die Werkstatt. Mhm. Das von der Frau hier ist das. Die Frau Gärtner. Genau. Okay. Aber wie kommt die Frau da rein? Das weiß ich. Also Personal ist das von ihr? Sie die Dame? Sie ich kenne die Frau ja nicht. Ich sehe ja das erste Mal. Okay. Wo waren Sie denn auf der Party? Moment mal. Kennst du sie? Das ist die Frau. Das ist doch die Kassiererin. Ich bin in so einem Autoteilgeschäft, wo ich immer einkaufe. Was macht sie Sie sind hier? Doch die Kassiererin von da, oder nicht? Ich bin Kassiererin dort, ja. Was machen Sie denn im Auto hier? Ich bin rücklings von Rücken, also auf den Kopf geschlagen worden und dann weiß ich nichts mehr. Ich frage mal kurz ab. Also was mir bei der Personalienabfrage aufgefallen ist, dass beide Personen, die Frau Gärtner wie auch hier die Geschädigte, zusammen wohnen in einem Haus. Sie sind also Nachbarn. Das hat mich schon gewundert. Das wäre also wirklich ein absoluter Zufall. Die Frau Gärtner kannte die Person und hat sich auch dahingehend geäußert, dass die mehrmals schon Kontakt hatten und sie eigentlich auch so keine Schwierigkeiten miteinander hatten. Wo ist denn das passiert? Vor der Haustür, wo Sie wohnen? Auf dem Weg nach Hause. Auf dem Weg nach Hause. Okay. Und sind Sie in dem Auto gewesen, als das nach hier gefahren wurde? Oder sind Sie hier in das Auto gestartet? Die haben mich von hinten. Also Sie den wissen Kopf nicht, ob Sie noch gefahren sind oder nein. Irgendwas. Ich bin nur wach geworden und dann war ich in dem Dunkeln und es war kalt und. Aber wie sind Sie denn da reingekommen? Ja. Ich war doch gestern hier. Ich habe persönlich das Auto abgeschlossen. Aber im Kofferraum haben Sie nicht geguckt, ne? Da habe ich nicht geguckt, aber wenn sie drin gewesen wäre, dann hätte sie doch was gesagt. Wenn sie vielleicht bewusstlos gewesen ist, könnte es ja sein, dass es. Ja. Das ist theoretisch natürlich möglich. Ja. Ich habe die Frau Gärtner erreicht, sie ist unterwegs zu euch. Ja, hervorragend, Dankeschön. Jetzt habe ich noch eine Frage. Jetzt haben die Sie hier niedergeschlagen haben und den Kofferraum gepackt, haben Ihnen Wasser und Kekse. Was haben die sich denn gedacht, dass Sie mit gefesselten Händen hier. Weiß ich nicht, von mir sind die nicht.
Also die hat man ihnen noch dazugelegt. Die Hände waren am Rücken gefesselt. Die Hände waren rückengefesselt. Das macht da auch keinen die Sinn, Sie sehen ja, war auch dunkel da drin wahrscheinlich. Ne? Die Beamten stehen vor einem Rätsel. Aufklärung erhoffen sich Michael Weber und Dennis Mann von der wenig später hinzukommenden Halterin des Fahrzeugs. Guten Tag, Frau Gärtner. Frau Gärtner. Ja, Frau Gärtner. Ich bin von der Party gekommen, dann haben die mich von hinten geschlagen und in dem Auto. Wann haben Sie denn das Auto hier hingebracht? Gestern, Sie hatten vorgestern das empfohlen. Also heute ist Sonntag, am Samstag? Ja. Okay, so, dann haben Sie das Auto gestern hier hingebracht. War da irgendwas im Kofferraum oder sowas? Nee, ja. Also war alles leer. War alles leer. Also, war alles leer. Okay, kommen Sie noch mal bitte her. Sie sind gerade aufgestanden. Komm Frau Gärtner, Sie haben mir doch das Auto gestern gebracht. Da war der Kofferraum leer, ja? Ja, der war komplett leer. Ich habe alles ausgeräumt. Nee, kommen Sie noch mal bitte her. Ich möchte noch mal was schauen. Darf ich mal kurz? Was denn jetzt? Was ist das für ein Schlüssel hier? Ich habe das gerade gesehen. Holen Sie mal den Schlüssel raus. Das ist mein Schlüssel. Ja, holen Sie mal den Schlüssel raus. Das ist ja mein Schlüssel. Holen Sie mal bitte den Schlüssel raus. Bitte. Hallo? Tun Sie mir einen Gefallen. Das ist doch mein Schlüssel. Bitte. Tun Sie mir einen Gefallen, holen Sie den Schlüssel. Sonst hole ich ihn raus, ja? So. Geh mal her. Also Sie haben die ganze Zeit den Schlüssel in der Tasche hinten? Die haben die mir denn da reingetan bestimmt. Die haben ihn die Handschellen. Ja, damit ich dann die Kekse essen kann und trinken wahrschheinlich. Dass ich dass Sie sich selber die Handschließen aufmachen und dann nette. Ja, das also Frau Schwenker, es ist zwar misslich, dass Sie hier im Kofferraum sind. Das würde auch eine Straftat darstellen. Es macht für uns aber keinen Sinn, dass Sie einmal hier Getränke und einen Schlüssel. Warum soll ich denn in den Kofferraum gehen? Das ist ja eine gute Frage. Ja, deshalb sind wir hier. Ja. Die sich dauernd wiederholende Aussage der jungen Frau macht die Beamten misstrauisch. Dennis Mann erhöht den Druck. Frau Gärtner, ich weiß nicht, wie ich dein Auto komme. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Sie haben die Werkstatt von der Frau Schwenker empfohlen bekommen. Ja, genau. So. Das war Sie sagen angeblich dazu. Vorgestern. Ja, gestern haben Sie das Auto. Gestern habe ich das Auto dann auf Empfehlung hier zu dem Herrn Wolle gefahren. Wenn Sie ja in der Disco gewesen sind, letzte Nacht, dann müssen Sie ja hier, wo das Auto schon hier gewesen ist, hier reingekommen sein. Das heißt, Sie haben einmal einen Schlüssel für die Halle benötigt und einen Schlüssel fürs Auto. Ich habe nur einen Schlüssel für Ihre Wohnung. Dann hast du ja den Autoschlüssel bei mir entwendet. Moment. Wollen Sie jetzt sagen, die ist hier eingebrochen oder was? Ja, irgendwie muss sie ja hier reingekommen sein. Ich habe deinen Hausschlüssel. Ja, du hast einen Zweitschlüssel. Ja, du hast einen Ersatzschlüssel für dein Auto, aber die Werkstatt, da habe ich keinen Schlüssel. Alternativ haben Sie schon länger im Kofferraum drin. Weil die Kekse sind offen, das Wasser ist offen. Ja, aber man hat kein Zeitgefühl, wenn man Werkstatt mit einem Kofferraum hat. Das wird mir jetzt ein bisschen zu bunt hier. Das ist meine Werkstatt. Auch. Wie sind Sie hier reingekommen? Einfach mal jetzt bitte die Wahrheit. Würde uns auch interessieren, ja. Wir können uns die Arbeit machen. Sie können uns aber jetzt mal erzählen. Ich glaube Ihnen erstmal alles. Also Sie sollten uns mal erzählen, was jetzt wirklich passiert ist. Weil von dem Zeitablauf passt es irgendwie nicht. Weil wie sollen die Täter hier in die Halle reingekommen sein und haben Sie jetzt in diesem Fahrzeug hier eingesperrt, wenn Sie heute Nacht erst von der Party gekommen sind? Ja, aber er war öfters da und dann habe ich ihn hinterher spioniert, und dann, weil ich finde ihn doch so toll und ich liebe den doch so. Lassen Sie meinen Mann in Ruhe! Das ist ja mein Mann, lassen Sie in Ruhe! Sie sind nicht in Ruhe! Gehen Sie mal mit den Kollegen zum Auto. Bleiben Sie einmal bei mir. Nehmen Sie mal Ihre Tasche. Wir gehen jetzt mal zum Auto. Müssen wir jetzt Gewalt? Gehen Sie zum. Wir gehen jetzt mal zum Auto. Wir gehen mal zum Auto. Nehmen Sie die linke Hand. Also ich gehe davon aus, dass der Herr Bolle noch gar nicht gemerkt hat, dass er überhaupt gestalkt wird, weil er relativ überrascht war, dass die Frau Schwenker in dem Kofferraum da war. Er kannte sie zwar flüchtig vom Einkaufen und ich glaube auch nicht, dass er ihr irgendwelche Avancen gemacht hat, weil in dem Erstgespräch, was die beiden geführt haben, war sie ihm gar nicht so bekannt. Wir nehmen einmal Ihre Personalien, haben wir von der ganzen Anschrift und das. Was habe ich gesagt? Ja.
Ich glaube, für die Dame wird sie einmal ins Krankenhaus gehen, dass wir einmal untersuchen lassen, ob da noch alles... Ja, noch für den 1325. Ob da noch alles ganz frisch ist. Wir werden hier natürlich eine Anzeige aufnehmen wegen Hausfriedensbruch. Ja, wir bräuchten jemanden RTW vor Ort. Da brauchen Sie sich keine Sorgen machen, Sie sind natürlich Zeuge bei der Person, die also... Also wenn die, ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist ja total gestört. Wenn die hier nichts kaputt gemacht hat oder sowas, ich will die gar nicht erst anzeigen. Die braucht einfach nur Hilfe. Die junge Frau hat eine Therapie begonnen, um ihre unerfüllte Liebe zu verarbeiten.